Hallo und herzlich willkommen auf unserem Schulkanal. Heute stellen Dennis und Paula aus der 10. Klasse das Thema Digitalisierung vor. Moin, ich bin Dennis. Und Paula. Nach ein paar Unterrichtsstunden ist uns aufgefallen, dass es zurzeit mehr digitale Möglichkeiten gibt, als wir denken. Bevor wir darüber reden, sollten wir erstmal gucken, wie digital unsere Schule jetzt ist. Komm, wir gucken uns mal den Klassenraum an. Hier sehen wir eine von 9 digitalen Tafeln. In jedem Klassenraum sind Dokumentenkameras, entweder mit einem Beamer oder solch an der Tafel. Hinzu kommen 2 Computerräume und 20 Laptops. Nicht zu vergessen sind die Vorbereitungen auf die Digitalisierung durch die Medienbildung und Medienscouts in den 7. und 8. Klassen. Nachdem wir uns jetzt einen Klassenraum angeguckt haben, fragen wir uns, wie die Schule auch aussehen könnte. Unsere technischen Möglichkeiten würden es zulassen, mit fortgeschrittenen Systemen zu arbeiten, als wir es jetzt machen. Wie wäre es mit Schule von zu Hause arbeiten und Auswertung digital? Eine künstliche Intelligenz wertet aus, wann, wie oft und für welches Thema man zur Schule muss. Diese Auswertungen beruhen auf Stärke und Intelligenz der Selbstständigkeit. Wenn ein Virus weiterhin die Welt regieren würde, wären Hologramm-Lehrer und Hologramm-Schüler eine gute Möglichkeit, den Virus einzudämmen. Wir stellen uns das so vor, dass die Lehrer und Schüler als Hologramm in den Klassen sitzen. Es ist nicht nur gut, ein Virus einzudämmen, sondern auch, um Platz zu sparen. So, das war's von uns. Tschüss! Das waren die Vorstellungen von Paul und Dennis zum Thema Digitalisierung. Doch wie sehen eure aus? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst ein Like da.